Wir haben zwei Gebäude hier. Einmal das CVJM Hotel und wir haben einmal die Mühle drüben. Hier im CVJM werden hier die Vorträge stattfinden und hier schräg hinter euch in dem Workshop-Raum werden die Workshops stattfinden. Hier ist auch noch ein Orga-Raum und hier unten drin ist ein Partykeller. Das heißt, wenn ihr heute Abend irgendwie bei einem Chunk oder einer Mate ein bisschen Musik hören wollt oder ein bisschen zappeln, dann könnt ihr das da unten gerne tun. Da hat Kate Rusk so ein bisschen was vorbereitet. Genau. Wir haben in der Mühle unten drin unser Mac Care. Das heißt, da gibt es Frühstück. Habt ihr hoffentlich schon alle zu euch genommen. Und da wird es zum späteren Zeitpunkt auch noch so ein bisschen Catering von uns geben. Wir machen selbstgemachte Burger. Es wird Lasagne geben von uns und so ein paar Sachen aus der Fritteuse, Nuggets und Pommes. Ich habe noch eine organisatorische Sache für alle Leute, die im Hotel hier übernachten. Ihr könnt zwischen 18 und 21 Uhr einchecken. Beim Check-in ist es wichtig zu sagen, dass ihr eine Rechnung braucht. Wenn ihr eine Rechnung braucht, die können beim Checkout nicht mehr geändert werden. Also Rechnungsnamen, Rechnungsadresse, Firmenadresse muss beim Check-in bekannt gegeben werden. Dank an alle Engel, die in den letzten, ich kann sagen, 14 Tagen hier tatkräftig mitgeholfen haben. Wir haben schon die ein oder andere Tour quer durch Deutschland gemacht, irgendwelches Equipment abgeholt. Da waren wir schon ganz schön gut unterwegs. Wir haben genau einen Kühlschrank haben wir abgeholt, Stromequipment. Also wir haben schon die einen oder anderen Tausende an Kilometer auf deutschen Autobahnen zurückgelegt. Auch wirklich danke an alle, die schon gestern angereist sind, vorgestern angereist sind, hier beim Aufbau gestern schon geholfen haben. Wir waren richtig, richtig fix beim Aufbau. Von dem her nochmal danke an alle Engel, die in den letzten Tagen da waren. Und auch nochmal einen Aufruf an die Leute, die noch ein paar Engelschichten machen wollen. Wir brauchen gerade bei dem Thema Speaker-Ansagen in den nächsten Tagen noch ein paar Engel. Und wir brauchen im Catering-Bereich ein paar Engel, die sich ein bisschen mit ums Frühstück kümmern. Da haben wir echt viel vorbereitet. Und auch nachmittags bzw. abends für das Essen. Ganz oben. Und für die Getränke natürlich auch, genau, da kam ich gerade drauf. Ganz oben im Hack Center gibt es eine Bar, da gibt es Chunks. Da gibt es so eine kleine Chill-Out-Area, da könnt ihr euch einfach auf eines der vielen Sitzsäcke niederlassen oder nehmt euch einfach einen Sitzsack mit, verteilt die Sitzsäcke im Gebäude, legt euch irgendwo hin, setzt euch irgendwo hin, chillt einfach auf den Sitzsäcken, macht es euch gemütlich. Unter Umständen werden wir hier morgen auch noch eine kleine Bar aufmachen hinter euch, dass ihr während den oder nach den Vorträgen hier euch einfach schnell eine Mate holen könnt. Genau, das war's von unserer Seite aus. Neben mir habe ich noch Chrissy und Larsan aus dem Stratum Null Vorstand. Wir sind letztendlich so ein bisschen auch der harte Kern in den letzten Tagen gewesen, die sich hier um Aufbau und die ganze Organisation gekümmert haben. Das war's von uns. Ach, Chrissy wollte noch was sagen. Ja. Genau, ich habe nämlich noch ein technisches Problem. Und zwar haben wir drüben in der Mühle einen Smart Meter, was die Energie misst, die wir da verbrauchen. Und wir fänden es mal echt cool zu wissen, wie viel Strom wir eigentlich verbrauchen. Das heißt, wenn irgendjemand Lust hat, irgendwie blinkende Impulse von einer LED zu zählen oder das irgendwo im Netzwerk bekannt zu geben, der könnte sich mal kurz bei mir melden, dann können wir das da mal irgendwie drauf basteln. Genau. Gut, und denke. Happy Hacking! Genau.